Bevor du an der Reihe bist, gibt noch ein anderes zu tun. Und auf einmal mein Kopfgeld setzen. Was mir gerade sehr gut gefällt, weil ich bin auch in der Nähe von meiner neuen Quest. Bevor wir ein bisschen reinlesen, was bei der letzten war. So abweisend der durch dunkle Wald auch wirkt, manche betrat den klaren Held. Der Rattenglanz, dennoch ohne Zögern des Assassins zu suchen. Der Held schließlich leise durch den Wald konnte die ausgebildeten Assassinen des Hasenglanz unbemerkt einen Dolch in die Kehle setzen und sie so niederzustrecken. Dritte Aufgabe. Kreisender Weiß. Unsere Heldin hat keinen Zweifel bezüglich der Schatzsuche, die Absicht auf den Schatz hat allerdings sehr verlockend. Hätte Zosan nur auf den Instinkt vertraut, Nach stundenlangem Reisen Berg forderte tödliche Schneesturm das Leben fast aller Gruppenmitglieder. So. Und zu Ben. Und es gibt einen Kampf um den Königspalast. Mausino legt sich mit dem König an. Der König hat's drauf. Wähle eine Aufgabe aus. Selbst ich kann erkennen, dass Armilo krank ist. Ihr müsst etwas tun, Zosa. Schnell! Ah, das ist eine Kampfaufgabe. Die nehme ich.
Karten sind zu schnappen. Beenden wir den Zug. Überraschung. Gefahr hier und gleich nochmal in Gefahr kommt. Dieses Mal aber löst. Noch eine Gefahr, also sie macht alle Gefahren. Und ich glaube, sie hat sogar das schon erwürfelt, was sie bräuchte. Tag 10. Königin Mong, den man vierten Flughäfen verlässt. Na, der Flug war ständig. Und Sumpfgebiete. Das heißt, hier noch eine Gefahr hinlegen. So, hier ist wieder eine von Marcino gelegte Meistertippfalle. Da ist auch wieder eine Taschendiebesfalle, aber von sich selber.
muss seine eigene, er schafft gerade seine eigene Falle nicht. Gut, es ist ihm die Falle sogar relativ egal, weil seine eigene Falle ihn trifft. Alle Fallen sind jetzt auf. Das ist schon ein mächtiger Fluch. Muss das denn jetzt sein? Geh weg! Teleportiert zum Ziel! Ballastkacheln aufgenommen. Theorist! Eine Segen verdammt. Derzeit kein Gold ausgeben. Wenn ich kein Gold habe, und ich glaube, das ist gerade so die letzte Runde. Die Falle ging nicht auf. Quasi gegen die Flüche anlegen, damit er durchkommt. Ein Flug weniger. Und er greift auch gleich den nächsten an, weil er möchte in den Palast kommen, um den König zu stürzen. Aber er schafft. Thank you.
Marille und waschen. So, also, der letzte Tag bricht, glaube ich, bald an. Und diesmal werde ich, glaube ich, die Partie sogar verlieren. Denn der König stirbt jetzt. Und? Um Gottes Willen, ich hab's doch noch gewonnen. Und zwar Sieg an Ansehen mäßig. Also ich habe das meiste Ansehen gehabt am Schluss. Kaum zu glauben. Auszeichnungen, Wanderin, Schatten. Und ich habe einen neuen Kristall eingebracht. Tja, das war's mit Amarillo. Aramelo. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ihr wollt, werde ich noch einmal eine Runde machen, und zwar mit Gästen. Also werde ich das dann planen, und wenn ihr wollt, dass wir das noch einmal spielen, und zwar mit anderen Leuten, also mit 4 Spielern, dann bitte mit einem Daumen hoch auf die Videos antworten, beziehungsweise mir ein Video einen Kommentar unterhalb lassen. Es würde mich freuen, und ja, bis dahin verbleibe ich als euer Gaming Dragon mit einem heißen Fario für dieses Spiel. So, meine lieben Freunde, das war der letzte Part von Aramelo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und sollte ich nochmal eine Folge, Partie drehen oder mit anderen Leuten, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ansonsten, wie immer, der Link zum lieben Lunk, mit dem ich die Elder Scrolls Online Let's Playe, auch der Link, also der Link zu all meinen anderen Let's Plays, auch zu den abgeschlossenen. Und somit verbleibe ich als euer Gaming Dragon mit dem heißen Fario für dieses Spiel.